Kein Thema. Also, schieß los. Was willst du denn wissen, Äffchen? Okay, hier kommt Frage 1. Was isst du eigentlich am liebsten? Schinken und Käsewürstchen. Bist du deshalb so dick? Äffchen, also wirklich. Habt ihr das gehört, Leute? Sowas von frech. Manchmal kommt bei uns auch der Schornsteinfeger. Hä? Wieso Schornsteinfeger, Äffchen? Also kannst du doch mal wie ein Schirr. Äffchen! Also. Ach denn, stimmt doch. Das Thema ist jetzt beendet. Okay, kommen wir nun zur nächsten Frage. Sag mal, wirst du fürs Dummquatschen bei deinen Äppchen eigentlich bezahlt? Nein, natürlich nicht. Und dieses Dummquatschen, wie du es nennst, macht dich übrigens auch bekannt. Nicht wahr, mein liebes Äffchen? Okay, schon gut. Fahr dich runter. Äffchen? Wie lange willst du eigentlich noch Let's Play? Oh, da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Das solltest du aber. Wieso sollte ich mir jetzt schon Gedanken über noch ungelegte Eier machen? Na, bis zur Rente ist es bei dir nicht mehr allzu weit. Was soll das jetzt wieder heißen? Ich meine ja nur. Was, du meinst ja nur? Wenn du in letzter Zeit morgens mal in den Spiegel so kritisierst, wüsstest du jetzt ganz genau, was ich meine. Vorsicht! Okay, kommen wir nun zu Frage 6. Welche Schuhgröße hast du eigentlich? Das geht hier wirklich niemandem was an, Äffchen. Schon verstanden. Ich verrate natürlich keinem von unseren Abonnenten, dass du deine Äffchen in der Hamburger Reederei bestellen musst. Danke für deine Diskretion, Äffchen. Mann, 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 Mann. Ich mach nie wieder ein Video mit dir. Bitte, gern geschehen. Hast du mich eigentlich überhaupt noch lieb? Natürlich. Auch wenn du es einem echt nicht gerade leicht machst. Schön. Na dann wirst du ja die nächste Frage bestimmt nicht übernehmen und sie beantworten. Kommt drauf an. Also, was willst du wissen? Was ist das Schlimmste, was dir je im Leben passiert ist? Ganz ehrlich? Du, Äffchen. Du. Wirklich? Natürlich nicht. War nur Spaß. Dann bin ich ja beruhigt. Ich dachte schon. Willst du wissen, was ich denke? Na, was denkst du denn, Äffchen? Was ist das Schlimmste, das mir je im Leben passiert ist? Das Schlimmste, was dir je im Leben passiert ist? Na was? Mach das nicht so spannend. Deine Geburt! Das reicht. Das war zu viel. Das Interview ist beendet. Komm her, Äffchen, los! Warte, bis ich dich erwische. Du kriegst auch noch Bananen von mir. Mann, 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 Mann. Oh.